Ja, schau ich mal hin. So, das waren die. So, die haben eine Schwäche gegen Kälte auf jeden Fall. All beide. Ich müsste jetzt irgendwie da so rumlaufen, ne? Um an den da hinten ranzukommen. Oder um den. Ich würde bevorzugt mir erstmal den hier holen. Zwar möglichst ohne, dass er mich sieht. Dann kann ich dann hinten noch checken, ob hier noch mehr sind. So, einmal den Weg markieren. Der kommt hierher. Das ist ganz toll. Ich habe ja schon gedroht. Ich schleiche sehr gerne. Ne? Datenkonsum, okay. Gut, wenn der dann gleich hierher kommt, könnte ich mir den eigentlich schnappen, ne? Ich könnte auch eine Sprengfalle legen. Ah, ich habe nur noch eine. Ist also nicht so von Vorteil. Die eigentliche Frage ist auch, erwische ich den, wenn er hier lang schleicht? Dreht er sofort wieder um oder bleibt er kurz stehen? Okay, der bleibt kurz stehen. Durchwühle den Wühler. Der andere hat das nicht gerafft. Jetzt muss ich nur an den rankommen. Jetzt mal bevor der dann wieder umdreht. Und er hat schon umgedreht. Nicht gut. So. Markieren. Hier ungestört. So. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Ja, ja, ja. Mach dich mal locker. Ich habe ihm noch seine ganzen Teile abgeschossen, ne? Manche überleben das irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Uneleganterweise. So, warte mal. Da hinten war noch eine Kiste. Die möchte ich mir auch noch holen. Ich sag mal so, Rohstoffe, die hier überall rumstehen und Masken, wie man sieht, die muss ich jetzt nicht zwangsläufig alle mitnehmen. Die können wir so langsam dann auch sammeln, wenn wir dran vorbeilaufen. Oder halt, wenn wir sie brauchen, aber Kisten möchte ich alle haben, bitte. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Wird bestimmt lustig. Hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Und das hat die komischen Pflanzen nicht gestört. Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Also erstmal den hier. Ja, ich arbeite dran. Immer mit Ruhe. Warte. Muss auch noch schnell laufen. Hoch da jetzt. Die haben schon hergeguckt, ne? Also, ich glaube, mindestens eine wird überbleiben, weil ich nicht gegen drei auf einmal kämpfen soll, bestimmt.
Könnte ich mir vorstellen. Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Nein. Ich muss die Kabel schnell trennen. Ich arbeite ja dran. Nur locker. Kugel bewahren ist immer wichtig. Ich meine, du kommst auf diese glorreiche Idee. Wäre jetzt nicht unbedingt deine beste. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Eins weniger. Muss ich nur klettern und die nächsten Kabel lösen. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Mhm. Super, oh, ne? Ich hatte Wahlrecht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Jetzt sowieso nicht. Jetzt sind wir ja schon fast oben. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr zurück. Brauchst du die ganze Scheiße hier, stürzt gleich ein. Ne? Hä? War ich hier nicht schon mal? Wo muss ich jetzt hin? Anscheinend war ich hier noch nicht. Ach da. Hä? Bin ich nach oben geklettert? Alter. Anscheinend bin ich nach oben geklettert. Fast geschafft. Manchmal springt die so, manchmal springt die so. Da ist die andere Verbindung. Dieses ist sehr merkwürdig. So, jetzt aber. Was? Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Der Sack ist voller Säure. Den sollte ich als erstes anvisieren. Halt doch mal still! Das war aber nicht gut, ne? Hau drauf! Da! Die Kanister liegen jetzt frei. Ich sollte drauf zielen. Ja. Oh, ha, ha, ha. Thank you.
glaube, sie ist sauer. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, sie ist sauer. Wow. Oh, nicht gut. Ich auch, ne? Ausgebrochen! Oh, ich muss das Ding schnell erledigen. Ich arbeite dran. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Ja, als ob ich jetzt Zeit hätte, um hier rum zu fokussieren, ne? Ja, toll. Ja, super. Zack, tot. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich gebrauchen kann. Junge, ich bin in einem fucking Fight. Was soll der denn finden? Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Echt jetzt? Nochmal? Okay, der sagt, es ist voller Säure. Den sollte ich als erstes anvisieren. Jetzt nochmal den ganzen Kampf, das ist aber scheiße. Warum macht es kaum Schaden? Jetzt bist du unnütz! Da! Die Kanister liegen jetzt frei. Ich sollte drauf zielen. Mhm. Ich weiß nicht mal, welchen Kanister du meinst. Alter. Eskalier halt mal ein bisschen. Halt doch mal still, Mann. Ich muss auf die Säure achten. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Jetzt bin ich hier. Lauf!
vorne. Lass mich. Ja. That escalated quickly. Ich treffe auch nix, ne? Oh, Schall, nicht gut. Meine Fresse, ist wie sauer. Deine Motherfucker. Ja, endlich. Sie ist tot. Endlich. Alter Schwede. Ich bin das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Ich bin ganz ehrlich, ne? Einen anderen Weg dahin suchen. Mit so einer 0815 Ausrüstung. Das ist echt scheiße. Vor allem die Aussage. Ja, ich habe auf der Reise hier auf meiner ganzen langen Reise habe ich viel meine Ausrüstung verloren. Ja, kann man sich nichts Neues besorgen, ne? Junge, ich bin, weiß ich wie viel, 160 Stunden durch den ersten Teil gerannt. Um dich komplett auszurüsten. Da kannst du dir ja wohl mal ein paar Minuten Zeit nehmen, Mädchen. Was ist denn mit dir? Ah, warte. Ah, cool. Ja, super. Danke. Das ist auch so ein Ding. Schlangenzahn. Okay. Alter Schwede. Ja, nicht davon. So. Und wir hatten irgendwie ein Level-Up, ne? Ich habe aber noch nicht gesehen, dass wir irgendwo leveln können. Guck gleich mal. Also jetzt. Fertigkeit. Du hast deinen ersten Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkte erhältst du durch Aufstufen und durch das Abschließen von Quests und Aktivitäten. Wähle einen Fertigkeitsbaum aus und tippe X an, um ihn zu öffnen. Heilung, Tränke, Jägerin, erhöht die Fernkampfeffektivität, Waffen, Ausdauer und Konzentration. Enthält, Alter, Fallensteller, Krieger, Überleben, Eindringling, Maschinenmeister. Es ist alles gut. Ich nehme erstmal den. Konzentration. Nee. Ich wollte eigentlich Schaden. Was hier? Hohe Salve. Kann ich hier rauszoomen? Das will ich nicht. Was haben wir hier? Wirksame Medizin. Mehr und schnellere Heilung. Das ist ganz toll. Stiller Schlag plus. Verursacht mehr Schaden. Wäre auch ganz sinnvoll. Maschinenmeisterin. Erleide auf einer Reitmaschine weniger Schaden. Okay. Sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Fallensteller. Steller, Fallen, Kriegerin. Hier. Resonatorstoß. Triff zuerst einen Gegner mit Nahkampfangriffen, um an deinem Speer Energie aufzubauen. Wenn er vollständig aufgeladen ist, tippe R2 an, um dein Ziel zu energetisieren. Wechsle schließlich zu deinem Bogen und schieße auf das energetisierte Ziel, um gewaltigen Schaden zu verursachen. Okay. Ist aber eher was für Nahkampf. Eindringling, ja, stiller Schlag plus. Ich habe eigentlich eher gedacht, ich kann hier ein bisschen mehr Fernkampfschaden machen. Aber Konzentration verlängern, naja. Tiefe, Konzentration wird langsamer verbraucht, die Verwendung wird verlängert. Ich kann hier nur, die ersten drei Stufen sind nur Konzentration. Was soll ich mit dem Scheiß? Brauche ich nicht, brauche Schaden. Waffenausdauer. Munitionsexperte. Ja, wie viele noch, Alter? Powerschüsse. Dreifachschuss. Das ist hier hinten irgendwo. Alter Schwede. Ich hoffe, wir leveln hier nicht lahmarschig. Konzentration brauche ich noch nicht.
Medizin, ja, könnte man machen. Ich mache erstmal den stillen Schlag. Dann können wir auch etwas größere Viecher aus dem Anzug boxen. Warte, was war da noch? Huch. Falsche Taste. Was haben wir denn hier? Den Speer. 100% Schaden. 125 an. Okay. Frostsprengschleuder. Oh, Spulk, ist aber noch gesperrt. Und die Näherung. Ja gut, wir haben noch 0815 Ausrüstung. Ich hätte, glaube ich, über einen anderen Button hätte ich, glaube ich, das Spiel starten müssen, weil interessanterweise ist diese Zusatz für die digitale Deluxe Edition, also eigentlich Collector's Edition, ist über ein separates Feld. Aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. So, und ich muss da lang. Habe ich hier sonst alles? Ich hoffe. Ah, du miese Mistmade, du. Der dreckige Viech, das. Naja, können wir vom Glück reden, dass nur eine Schlange war. Als die zu dritt waren, sahen die gar nicht mehr so groß aus. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Ja. Aber ist es noch da? Ja, glaube ich nicht. Okay, ich muss zum Serverraum. Ist das hier alles verkuppelt? Ich mag diese Ruinenerforschung, wa? Die ist echt geil. Das war der Serverraum. Guck mal, hier kannst du durchkrabbeln, ne? Aber wir müssen jetzt wieder einen langen Weg außen rum nehmen. Auch irgendwie dämlich. Mit Kletterpassager. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Tja, wenn nicht, entweder ist hier dann das Spiel schon zu Ende. Oder wir kriegen einen neuen Hinweis, wo wir dann hin müssen. Wie sieht eigentlich die Karte aus? Ach, hier gar nicht. Okay. Stockwerk. Ach, guck mal hier. Das ist Tutorialgebiet, glaube ich. Ich bin jetzt da und muss dahin. Hier ist irgendwie noch ein riesiger Hangar. Ich glaube, hier waren wir aber gerade, ne? Hier unten. Ja, hier haben wir gerade gekämpft. Gekämpft haben wir hier. Gekämpft. Hä? Achso. Da ist was Wichtiges. Und eine Kiste. Wieder ein Textprotokoll. Ich hoffe, ich habe auch was eingesprochen. Was machen wir mit Dalgard oder Delgard? Daten beschädigt. In Sachen Mr. Delgard, er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Farsenet. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kurien für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Daten beschädigt. Oh. Oh. Oh, ist deswegen vielleicht das Ding in die Luft geflogen? Kann das sein? Hat der sich vielleicht hier so ein bisschen gerecht und hat manipuliert? Hauptquest abgeschlossen.
griff nach den Sternen. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Fascine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee.